Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mapmaking. Ich bin mal wieder im Startbildschirm, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mir eure Kommentare angelesen und natürlich auch das Feedback zu dem letzten Mapmaking-Video und muss sagen, es ist nicht so aufgefallen, nicht so ausgefallen, aber ich werde das natürlich berücksichtigen, deswegen werde ich diese Map hier nicht weiter bauen. Ich kann euch ganz kurz einfach nur mal zeigen. Ich habe ein bisschen weitergebaut offscreen, das heißt, ich werde diese Map bauen, aber offscreen und nicht mit euch zusammen. Und ich habe hier einfach mal, das wollte ich euch nur zeigen, da bin ich voll stolz drauf. Ich habe hier so ein kleines Bücherregal gebaut, das finde ich eigentlich relativ cool. Und hier so eine kleine Bettleiste, wo man dann eben so, ja, so eine Fußleiste hat sozusagen. Okay, das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen und jetzt gehen wir wieder in die ursprüngliche Welt und zwar, oh, das war die falsche. Was ist denn dann? Das hier die richtige, ne? Stimmt, die mit dem Strich war die richtige. Da sind wir doch. Okay, aber jetzt folgendes. Ich, will erstmal nur die Map bauen und, danach die Kommandoblöcke, weil ich glaube, das ist um einiges sinnvoller, als wenn ich jetzt überall die ganzen Kommandoblöcke mache und, die Maps außen rum baue. Dementsprechend geht es jetzt mit der Map weiter. Unser Tutorial-Ding haben wir ja schon fertig eigentlich. Da fehlen jetzt auch nur noch die Kommandoblöcke. Das heißt, das sind diese Dinger hier. Und dann geht es ja weiter, dass man in diesem Raum hier spawnt, wo dann der Roboter ist. Das heißt, man spawnt ja dann hier. Da muss man hier dieses Rätsel als erstes mal lösen und dann kommt man ja in diesen Raum. Hier würde ich gerne nochmals ein bisschen mit diesen Dingern arbeiten. Deswegen würde ich sagen, kommt das hier weg. Hier unten kommen Sea Lanterns rein. Dahinter kommt überall Chisel Stone und dann kommt da Glas davor. Weil die Räume brauchen wir ja nicht wirklich mehr. Weil die Credits und so weiter sind ja schon alle vorgegeben sozusagen. Oder halt in dem Tutorial wurden die ja schon geklärt. Und deswegen brauchen wir das in diesem Raum nicht mehr machen. Was relativ cool ist. Ich wollte sowieso überall noch hier das hier machen. Die ganz normalen Lampen unten rein. So zack und zack. Und ihr könnt gerne auch mal bitte in die Kommentare schreiben. In diesem Video ist das jetzt zwar, aber ihr könnt das auch mal einfach so in die Kommentare schreiben, ob ihr Musik in diesen Videos wollt, in den Mapmaking-Videos, weil ich habe früher, als ich mit YouTube angefangen habe, in jedem Video Musik gehabt, aber irgendwann hat mich das selbst genervt, weil das immer die gleiche Musik war. Und dann wollte ich andere Musik haben, aber mittlerweile finde ich eigentlich das Ganze wieder okay, weil es eben viele neue Lieder gibt, die mir auch gefallen, die ja relativ dezent sind, also die nicht so richtig übertrieben abgehen und die man einfach nebenbei anhaben kann. Und ich muss ganz kurz weg. Denn es gibt so manche Musik, die einfach nur viel zu viel wup 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 und da 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 enthält und da bin ich selbst nicht so der Fan, wenn es einfach so ein Video ist. Vor allem, weil es noch nicht zu meiner Art passt. Ich bin ja eher so manchmal der ruhige Typ. Es gibt zwar auch Situationen, wo ich dann relativ aufgedreht bin. Aber ich meine, der Großteil kennt mich, glaube ich, als relativ ruhigen Typ. Zumindest als YouTuber so. In meinen Videos. Da gibt es jetzt nicht so oft das Ding, wo ich dann rumschreie oder so. Zwar ab und zu schon, aber wie gesagt, das ist nicht der Regelfall. Okay. Und jetzt wollte ich einfach nur die Zeit überbrücken, in der ich diese langweilige Arbeit hier mache. Und die Scheiben hier komplett fertig mache. Aber das muss natürlich auch sein. Weil, wie auch viele geschrieben haben, soll ich nicht offscreen irgendwas bauen an dieser Map, sondern hier praktisch alles filmen, was ich tue. Und was ich nicht lassen kann. Deswegen machen wir das Ganze auch. Und dann müsst ihr eben auch durch solche Arbeiten tun. Das tut mir leid. Also wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr Musik haben wollt in den Videos oder nicht. Und dann werde ich die Wünsche berücksichtigen. Okay, jetzt noch mal ganz kurz überdenken. Wir kommen hier an, Stein fällt nach unten, Tür geht auf, wenn man alles richtig gemacht hat. Richtig? Richtig. Okay, dann geht man hier durch, dann hat man hier diesen wunderschönen Roboter, wo jetzt gerade mein Kopf übrigens fehlt. Der ist hier unten drin. So, jetzt ist da auch noch mein Kopf drin. Und dann geht es weiter. Man hat dann diesen Roboter. Okay, so weit, so gut. Wir können... warum habe ich das hier mit Sandstone zugebaut? Irgendwas fehlt im Raum noch, habe ich das Gefühl. Also ich hätte gerne noch irgendeine Deko oder so. Weil bis jetzt ist es relativ langweilig. Was ist denn... Ich würde gerne so Pflanzen haben, aber ich weiß nicht genau wie. Also ohne, dass es komplett doof aussieht. Man könnte vielleicht... Das wäre eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist.
Können wir einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das sieht gar nicht so scheiße aus. Dafür würde ich aber gerne dunkle Zäune, entweder Dark Oakwood oder Sprucewood nehmen. Was sieht denn besser aus? Ich glaube, Dark Oak sieht ganz cool aus. Dieses Sprucewood ist halt ein bisschen... Das sieht mit dem Weiß irgendwie schon wieder ein bisschen zu... nach ganz normalem Oakwood aus, finde ich. So, wir machen immer so einen raus. Und dann drei. Warte, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier zwei haben. Und dann geht es ja hier wieder nach drüben. Dann haben wir hier wieder die drei. Okay, hier geht es dann wieder so zu. Zack. Drei. Und jetzt geht es hier rüber. So. Bis hierhin. Und dann so wieder zu. Ja, doch, es sieht, glaube ich, ganz okay aus. Ich hätte gerne eine andere Barriere außer Zäune, aber... ich glaube nicht, dass das so ganz klappt. Okay, ich wollte nämlich hier unten rein so eine kleine Oase machen, sozusagen. Damit wir hier auch ein bisschen Grün haben und nicht nur... Ich weiß, das wird sowieso nicht auffallen, die laufen hier einfach nur durch. Schauen kurz den Roboter an und laufen weiter, weil dafür nicht so viel Zeit ist. Aber trotzdem kann man das ja machen, wa? Dann hat man wenigstens so ein paar Details drin, auch wenn es niemandem auffällt. Wir wissen ja, dass es da ist. Sagen wir es so. Okay. Wie machen wir das Ganze jetzt? Für einen Baum habe ich nicht wirklich Platz hier drin. Vielleicht können wir einen Baum selber bauen, der nicht ganz so groß ist, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, nicht so viel Platz, um hier groß Bäume wachsen zu lassen. Hier in die Mitte könnten wir vielleicht einstellen. Da, wo immer die drei ready sind. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Da war gerade irgendeine Benachrichtigung von einem Programm. Und das hat mein Spiel zum Denken gebracht. Richtig komisch. Ist der Sound zu laut? 30, glaube nicht. Aber ich mach's mal ein bisschen runter. Also mir kommt es auf jeden Fall laut vor. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Weil ich will nicht, dass das dann so alles übertönt, was sonst noch irgendwo passiert. So, okay. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die... das Zeug hier nach unten ziehen, ne? Das heißt, hier wäre dann Lampe. Oh, hier hinter muss er jetzt dann auch. Das hier, ne? Ja, ja. Ich hoffe nur, ich baue da jetzt nicht in irgendwelche Kommandoblöcke rein. Das wäre relativ doof. Wenn das dann so wäre. Okay, wir müssen jetzt hier sowieso erstmal alles wegmachen. Das heißt, bis hier nach unten. Hier kommt dann Chiseled hin. Hier kommen Lampen rein. Immer so das gleiche Pattern, was man hier baut irgendwie. Und warte, hier wieder. Nein, hier Chisel. Da Chisel. Da Lampen. Lampen. So. Und dann hier zu. Ja. Ja, es geht. Es ist nicht so der Brüller, aber... Wie gesagt, ich will einfach so ein bisschen... Bisschen Grün hier drin haben. Damit es nicht so kahl aussieht. Karl. So. Okay, hier kommen dann Pillar hin. Dann kommen da die Lampen rein, genauso wie hier. Und dann haben wir es auf der Seite sogar schon geschafft. Okay. Cool. Sieht gar nicht so scheiße aus. Gut, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. Mit ein bisschen Deko hier. Ich hätte gerne noch... Oh, warte mal, hier machen wir noch... Das wird... Naja, das sieht man auch nicht, aber trotzdem. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hätte gerne einen Fluss oder so, aber ich weiß nicht, ob wir das machen können. Wir könnten höchstens hier vielleicht noch Stained Glass unten reinnehmen. Dann würde ich das ungefähr so machen. In so einem Abstand, dass wir das so hier... Oh, warte, wir machen das jetzt einfach mal alles weg. So in etwa. Und dann können wir überall wieder einen ran machen. Hier ist sowieso der Command-Block drunter, aber das ist nicht so schlimm. So, okay. Ich hätte jetzt aber gerne... Oder wir machen hier Säulen außenrum. Ne, sieht, glaube ich, doof aus. Wie machen wir das? Jetzt, oh, jetzt hat mich jemand... Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich mache das mal ganz kurz aus. So. ich bin gerade im Überlegen, ob ich hier Säulen außenrum machen soll. Also so. Und dann, da Glas rein oder ob wir einfach nur einen ganz normalen, dickeren Rand machen.
Ich glaube, ein ganz normaler dicker Rand ist cooler, oder? Das heißt einfach so. Zack, 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 zack. So würde es dann aussehen. Aber da müsste man ja fast schon das Ganze hier beginnen, ne? Da müsste man das ja so machen. Komm, wir machen das einfach mal so. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede. Aber das wird sich gleich klären. Keine Angst. Das wird sich gleich auflösen. Gleich werdet auch ihr die Erleuchtung bekommen, was der Spacken da eigentlich macht. Bam, bam, bam. Hier kommt dann auf jeden Fall so. Gut, hier ist ja dann alles wieder voller Gras, ne? Voller Wheat. Heißt das, hier kommt zu, hier kommt zu. Da unten kann dann so eine kleine Brücke durch. Ja, muss es ja sowieso. Damit man hier halt nur so ein, ne? So und so. Und da geht es dann wieder mit Gras weiter. Aber das machen wir dann, wenn wir auf der anderen Seite sind. So, was brauchen wir jetzt für ein Glas? Ich würde gerne kein Yellow, Orange. Was ist denn mit Greenstained Glass? Sieht das aus? Ich glaube nicht, ne? Ne, das sieht irgendwie doof aus. Vor allem, weil da auch Gras drunter ist. Blau? Light Blue vielleicht? Light Blue? Ja, das ist zu blau. Finde ich. Ich hätte gerne was Dezentes. Ich nehme einfach mal White Stained Glass. Das wird auch passen. Weil ich habe das ja so gemacht, dass die... Boah, ich weiß gar nicht. Die horizontal, vertikal? Ich weiß gar nicht. Also, dass die, wo von oben nach unten gehen, schwarz sind. Und die, wo von links nach rechts sind, also die auf der... die auf der Y-Ebene verlaufen, sagen wir so, die sind schwarz. Und die auf X und Z verlaufen, die sind weiß. Und ich glaube, dann wird das auch hier ganz gut dazu passen, wenn wir das hier einfach mal weiß machen. Das hier muss natürlich auch noch alles ausgehoben werden. Da... Oh, den Kommandoblock will ich nicht kaputt machen. Den brauchen wir noch. Zumindest den Command davon. Müssen wir uns vielleicht irgendwo speichern. Damit wir den noch benutzen können. Okay. Hier kommt jetzt wieder alles voller Gras. Das können wir natürlich auch mit dem Command machen, aber... Viele haben auch gesagt, ich soll einfach mal World Edit benutzen. Aber haben auch viele richtig darauf geantwortet. Es gibt noch keinen World Edit für die 1.8. Da ist leider auch nicht draußen. Und deswegen ist das ein bisschen schwer, Word Edit zu benutzen. Man könnte es natürlich auch mit Kommandos machen, aber ich glaube, da bin ich gleich schnell fertig. Wenn ich das mit Kommandos mache und die Zeile da eingebe, oder wenn ich das jetzt einfach so mit der Hand baue, vielleicht ein bisschen schneller, aber... So, okay. Die Frage ist jetzt gerade nur, ob ich die Dinger hier alle, also ob ich das hier als geschlossenen Raum lasse, oder ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich es als geschlossenen Raum lasse. Ich glaube, ich mache auch hier, dass es so fliegt praktisch, weißt du? So. Ich weiß nicht genau. Wir lassen einfach mal das hier. Machen es nur auf den einen beiden Seiten so. Ihr seht gleich, was ich meine. Wenn es dann soweit ist. Okay, jetzt geht es natürlich hier drüben noch weiter. Auch hier müssen wir noch fleißig ausheben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit wir auch hier drüben alles so hinbekommen, wie wir es hinbekommen wollen. So. Das passiert, wenn Heiko schnell klickt. Dann machst du. Das sind Special Effekt Geräusche, ey. Krass. Okay. So passt das doch schon mal. Dann können wir jetzt hier wieder das Muster nach unten ziehen. Achso, so weit müssen wir es gar nicht machen, ne? Ja, gut, hier müssen wir es machen, aber sonst eigentlich nicht. Egal, machen wir einfach überall. Fangen wir mal hier an. Zack, zack, zack. War das richtig? Ja, doch. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe es jetzt auf der falschen Seite gemacht. Die waren jetzt auch zu viel, ne? Ah, bin ich dumm. Da-da-dam, da-da-dam.
Und unsere Lampen können ja jetzt auf diese Höhe. Richtig? Richtig. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier und da. Und dann das hier. Da ist immer so ein kleiner Brain-Lag drin irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich sowas baue. Weil es immer das Gleiche ist und irgendwann baut man das dann falsch. Oder man baut es richtig und denkt, man hat es falsch gebaut, weil man das schon so oft gebaut hat. Oh, das war verwirrend, glaube ich. Und jetzt geht's hier wieder nach... Oh, da fehlt eine Säule. Achso, war hier noch nicht. Okay, dann sind das jetzt die letzten beiden, die wir bauen müssen. Und dann haben wir auch diese Seite geschafft. Dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen dekorieren. Sprich mit wunderschönen Pflänzchen und so. Und natürlich müssen wir noch... Die Grastextur ist auch anders geworden, ne? Bei Sphex. Früher sah die komplett anders aus. Aber gut. Mir gefällt es immer noch, muss ich sagen. Ist immer noch eines meiner Lieblings-Texture-Packs. So. Schön. Warte, hier sind die Lampen auch wieder zu tief, ne? Hier auch? Hier auch, ey, Tatsache. Guck mal, wie dumm der ist, ey. Oder habe ich die da drüben? Ne, da drüben habe ich die richtig gemacht. Okay. Dann wird das jetzt wieder zu Weißenstein. Haben wir schon, um. Die fehlen noch. Okay. Cool. Dann würde ich gerne den Command-Block hier haben. Das heißt, wir bauen den einfach mal ab und den setzen wir jetzt in irgendeine Truhe mal hier ran, damit wir den noch immer griffbereit haben. Zumindest wenn ich ihn brauche. Trap-Chest nicht, wenn wir eine normale Chest haben. Wo machen wir denn hin? Einfach mal hier, zwischen die Beine hier. Obwohl, wir können auch einfach gleich den Command-Block hier hinsetzen, ne? Was soll das denn? Okay. Das heißt, jetzt bauen wir hier zu. Auf der anderen Seite bleibt er natürlich offen. Also hinter den Zäunen bleibt offen. Da kommt kein Glas drüber. Das nur hier, weil man hier eben laufen muss. Warum brauche ich da eigentlich Glas hin? Fehlt doch noch die ganze Deko, Stummkopf. So, okay. Ja gut, hier wird auch noch ein bisschen was. Gut, dann machen wir uns jetzt an die Deko. Und zwar brauchen wir dafür erstmal Blumen. Aber wir brauchen nicht nur Blumen, sondern wir brauchen auch ein bisschen. So. So. Sorry, heute ist irgendwie eine komische Folge. Ich würde auch sagen, ich beende an der Stelle jetzt die Folge, denn wir sind, glaube ich, schon bei 15 Minuten. Durch die zwei Cuts weiß ich jetzt die Zeit gar nicht mehr genau. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen und ihr seid froh, dass ich wieder an dieser Map weiterbaue. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen mit einem Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder bei einer neuen Folge Mapmaking. Haut rein, habt einen schönen Tag und... Bis morgen. Wir bauen noch den Sand hier fertig. Und bis morgen. Tschüss.